Zweite Folge zu Let's Play GTA Online und wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass wir doch etwas weniger Kohle jetzt haben auf einmal. Ja, Luisa hat jetzt sich wohl jetzt den Anzug auslassen. Mit wie viel sind wir denn hier gekommen? So über 10.000? Über 10.000 Dollar. Jetzt habe ich Luisa einmal einen Controller gelassen. Die hat dann ein bisschen geschockt für mich. Und für die ganzen Sessions wahrscheinlich denn. 2700? Meine Güte. Was ist das jetzt hier? Ja, nee, willst du mich verarschen oder was? Wollte gerade sagen. Oh, guck mal. Der will mich doch gleich abschießen. Warte mal, gibt da so eine. Yeah! Gut. Also mit Rock kann man hier Freunde machen. Ich werde diesmal nicht abgeschossen. Sehr schön. Oder doch? Wow! Da wäre ich beinahe erwischt worden. Gut, okay, wir verziehen uns, bevor der sich da anders überlegt noch. So, vielleicht sollten wir uns mal eine ordentliche Karre besorgen. Oh, jetzt kommt gleich ein Anruf. Hey, hey, it's your boy LD. If you need to get some cheese real quick, fuck with me. We got licks all over town just waiting to get hit. Just walk in with the blam blam and point it at the fool behind the counter. He gonna break bread. And they insure, don't nobody give a fuck no way. It's all good. I've been peeping this one spot that been making a gang of bread. You down with that shit? One of the homies gonna meet you at the store to help you knock that motherfucker over. So, wo ist jetzt hier der Auftrag? Irgendwas war jetzt, ne? Oh, okay. Ach so, halt, alles klar. So, wir nehmen die Einladung an und gucken, was passiert. Den Job von... Alles klar, jetzt sollen wir hier den Laden clearen. Okay, fahren wir mal rüber. Schnell weg von dem, unserem neuen Freund, / Stalker. Jetzt wurde ich voll abgelenkt gerade. Ja, ich weiß. Als Fahrer sollte man auf den Straßenverkehr achten. Das habe ich jetzt gerade nicht ans Hin gekriegt. So, im Eiltempo natürlich. Und bremsen. Ah, da ist er nämlich schon in seinem Krankenwagen. Ne? Meine Güte. Ich werd wahnsinnig. So. Müssen wir bald mal da sein. Steht noch 600 Meter dran. Ne? Unten rechts an der Minikarte sieht man, wie weit wir noch von unserem Zielort entfernt sind. Unten links an der Minikarte. Unten links. Schön, dass ich immer rechts. Sag mal. Geht's dir doch gut? Oh, oh, du nicht, du nicht. So, jetzt sind wir hier. Alles klar, wir sollen hier diese Tankstelle überfallen. Aber wir machen jetzt so. Wir werden uns ja erstmal alles beiseite packen, also zurechtpacken. Wir nehmen nicht die Kiste, sondern die hier. Fällt ja auch nicht auf. Natürlich, jetzt sieht die Alarmanlage noch an. Dann müssen wir uns beeilen. Hallo! So, schnelle Aktion aus. Indem du L und R zwischen zweimal drückst. Indem du die Taste entweder drückst, zweimal drückst und gedrückt hältst. Wähle deine Standard-Schnellaktion. Aktionsmenü, Online-Menü. Gut, wir machen es aber kurz. Okay, I'm going as fast as I can! Ja, dann mach hin, bitte! Da steht jetzt drinne, schrei über das Headset, damit der Kassierer den Geldsack schneller füllt. Könntest du bitte den Geldsack etwas schneller füllen? Danke! Ich glaube nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, das nämlich noch nicht eingestellt, das Mikrofon. So, ja, hier wird schon ordentlich geschossen auf mich. Ja, super.
Also ich habe schon die besten Freunde hier gefunden, ganz ehrlich. Das wird immer besser, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir erstmal die Cops abhängen hier. Oder auch hier rüber. Oder auch nicht. Ach, wird schon. Wir haben ja hier ein magnetisches Auto. Können wir immer wieder umpolen. Das passt schon. Aber da vorne kommt der nächste Bulle. Ich grüße Sie. Ich habe jetzt gerade einen Drive-In gemacht. Drive-Off? Wieso Drive-Off? Was heißt denn? Oh ja, perfekt. Habt ihr das jetzt gesehen? Wir haben jetzt hier die ideale Lücke gefunden. Ganz ehrlich, mit der Handbremse muss ich nochmal ändern hier. Ist das zum Kotzen? Ich mach so viel Quatsch, ey. Gut, ich verziehe mich erstmal hier. Ja, das war in der Story-Mission. Die erste heißt... Also, wer das Gameplay von der Story-Mission nicht kennt, der sollte hier bitte mal kurz stumm schalten. Ich mach dann hier kurz mal den Blinker an, wenn es dann weitergeht. Also, ohne dann den Spoiler zu machen hier. Wie gesagt, also... das war die erste Heist-Mission, also ohne die Vorbereitungsmissionen, und da ging es halt um einen Juwelier auszurauben. Und ja, wie ihr sah, da bist du hier mit dem Motorrad halt durchgejuckelt. Und mit so 2-3 Millionen in der Tasche. Halt mir jetzt verfahren? Nee, hier nicht lang. Durchs Wasserfahren ist nicht so prickelnd, wie es. So, jetzt aber hier. Die Bullen sind wir los geworden. Wir haben unseren ersten Job, unseren ersten Ladenüberfall durchgeführt. Und jetzt kommt schon der nächste an. Hello, my friend Lamar told me to call you. He said you were something of a big shot, only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine car. I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out. For sure. For sure. Ja, Simeon hat jetzt auch wieder interessante Sachen mit uns vor. Wahrscheinlich geht es darum, Autos wieder zurückzuführen oder Autos zu klauen. Naja, da wissen wir Bescheid. Stiehl ein Fahrzeug. Komm mal hier hoch. Ja. Ja, Mann, Offroad. Gut, mal ein bisschen die Kiste hier vergewaltigt, ey. Quatsch, ist doch Glanz, ist das muss so, das Tuning. So, benutze das Interaktionsmenü, um schnell eine GPS-Markierung an einem Ort zu platzieren. Halte gedrückt, also selecten, nee, die Back-Funktion hier auf dem Controller. Ich spiele nämlich immer noch mit dem Controller. Gedrückt, um dann... Ja, wisst ihr, wir können ja schon mal hier Geld überweisen. Wir machen das natürlich immer nur online, weil am Geldautomaten kann nämlich immer jemand warten und uns die Kohle dann ablunksen, indem er uns dann umbringt. Jo, 1200. Da kannst du trotzdem noch nicht shoppen gehen. Wollte ich dir nur sagen. So, ja, gut. Und dann geht's weiter. Ja, und dann machen wir uns noch auf die Suche nach einer Crew, eine geeigneten. Oder ich werde dann halt bei Obi oder bei Dogan mit drin machen. Also die anderen beiden Let's Player, die, mit denen ich ganz gut klarkomme. Und wie gesagt, dann werde ich halt bei denen mitmachen. Will ich denn jetzt hier eigentlich hier landen? Ich fahre jetzt hier die Gleise weiter entlang und weiß nicht, wo ich bin. Na gut. Lass uns mal überraschen, wo wir jetzt rauskommen. So. Komm ich hier irgendwo runter? Nö. Sieht alles schlecht aus hier. Also, wo sind wir überhaupt? Ich werde dann gleich mal die Karte mal zum da hinzuziehen. Ach, hier ist eine Straße. Sehr schön. Also. Da jetzt über eine Brücke. Wir gucken mal.
Wir nehmen jetzt einfach mal ein Select und sollen uns mal zur Tuning-Werkstatt hinführen. Alles klar. Von der Tuning-Werkstatt aus könnten wir uns dann halt besser orientieren. Weil die Tuning-Werkstätte kenne ich hier eigentlich so gut wie alle noch aus der PS3-Zeit. Die Karte hat sich ja nicht wirklich verändert. So, haben wir gleich noch 1,48 Kilometer. Und dann suchen wir uns mal einen schönen Muscle Car, ob wir denn uns ausleihen und den behalten und dann ein bisschen umtunen bzw. lackieren. Oh! Ja, so manchmal habe ich Hochreflexe in meine Finger. Da ist mein Hirn dann noch ein bisschen schneller geworden. Oh, hier war er doch schon. So, wir haben jetzt hier eigentlich. Hey, gut, hier stehen jetzt gerade keine Autos. Vielleicht könnten wir auch einfach mal ein Auto verticken. Also suchen wir uns erstmal ein Muted aus. Und dafür fahren wir dann mehr so in die Innenstadt. Mit unserem Schrott. Ja, die sehen alle noch nicht aus hier. Oh, okay, warte. Ja, wenn ihr vielleicht irgendwas Interessantes seht oder so, meldet euch ruhig mal. Aber sieht ja alles noch nicht aus. Ich meine, die Kiste hier würde jemand kaufen. Da, die müssen wir auf jeden Fall loswerden. Die lassen sich bestimmt super verkaufen. So, hier machen wir mal einen Bogen, weil da ist ein Kleidergeschäft. Entschuldigung, aber. Wo sind die ganzen Newton-Autos hin, ey? Warte mal, ich öffne mal kurz die Karte hier. Und gucken wir mal. Wir wollen mehr so Richtung Hügelgelände. Weil da gibt es nämlich auch die besseren Autos. Klar, die ganzen Newton-Sportwagen kriegen wir nicht verkauft. Ich habe nämlich mich da auch schon ein bisschen informiert. Die ganzen Newton-Kisten kann man hier nicht verkaufen, weil die sind standardmäßig mit GPS ausgerüstet und das würde dann halt der Ladenbesitzer bzw. die Tuningwerkstatt halt nicht hinnehmen. Das gerade. Ja, aber ich glaube, das ist ein Spielerauto hier. So. Tschüssi. So, ja, hier wird die Tuningwerkstatt schon belagert. Gucken wir uns aber trotzdem nochmal um. Oh, das sieht noch was aus. So. Die wollen ja auch keinen Kratzer. Sieht denn noch was aus? Ob wir den verkauft kriegen? Okay. Ganz locker. Und schon ist eine Glitterdelle drin. Gottes Willen. Warte, das ist ein Premium-Fahrzeug, das schon einen Peilsender hat. Ach so, ja, ja, hier haben wir schon mal so eine Kiste. Die lässt sich nicht verkaufen, weil die ist zu gut. Schade. Oh ja, das wäre zu schön gewesen. Was haben wir hier? Ein Pfälzer, glaube ich. Ist das so. Oder vielleicht kriegen wir ja sowas hier verkauft, aber ich glaube nicht, dass man so Mama und Patriot halt brauchen kann, ne? Ist es nicht, wie viele die bringen. Junge Dame, ich leih mir mal ihre Kiste aus. Vielen Dank. Genau. Beim nächsten Fahrtleier abholen. Super. Okay. So. Kriegen wir die Kiste verkauft? Bitte sag ja. Dann will ich gerne noch einen Preis wissen. Simeon said he'd spot you. Whatever you want, he'll pick up the tab this one time. So, befestigen Sie wahrscheinlich jedes Mal, wenn du aussteckst, eine Markierung auf der Karte. Also, wenn wir jetzt da einen Peilsender drin klatschen, können wir auf der Karte halt unser Auto und dessen Standort sehen.
Du kannst die Versicherung für das Fahrzeug abschließen. Wenn ein versichertes Fahrzeug zerstört wird, kannst du Anspruch auf ein neues Fahrzeug geltend machen. Du kannst die iFruit-App, ach ja, bestimmt, natürlich, auf deinen Smartphone oder Tablet herunterladen, um dein Fahrzeug offline zu modifizieren und Wunschnummernschilder. Okay. Auf ein Personal und Versicherer, bla bla bla. Gut. Ja, bitte gerne. Kann ich? Gut. Wollen wir dann erstmal nur verkaufen? Wir können das nicht verkaufen, oder? Ne, steht nicht verkaufen dran. Kannst du nur tun, ja. Gut, brauchen wir aber nicht. Gut, dann verlassen wir die Garage wieder, oder? Wir machen erstmal hier eine Lackierung drin. Weil der lässt uns hier nicht raus, bevor wir das nicht gemacht haben. Schade. Die Mehrfarbe, klassisch. Gut, die erste Farbe ist kostenlos. Nehmen wir Orange. Passt wieder. Ach so. Jetzt verstehe ich das erst. Also jetzt habe ich total Mist gebaut, weil das ist jetzt unsere Anfangskiste. Oh doch. Und hier ist doch alles noch kostenlos, aber trotzdem ist das jetzt unsere Anfangskiste. Schade. Da hätte ich nochmal ein bisschen mehr nachdenken müssen. Schade. Na gut, dann nehmen wir das einfach mal hin. Viertürer ist es ja. Nur sieht es halt ein bisschen kacke aus. Ach so, ja, jetzt kommt wieder die Meldung, dass ich Ersatz kriegen kann. Ist das ein Bentley oder ist das ein Rolls Royce? Ah, das ist aber Tinte auf dem Füller. So, ich habe jetzt aber keine Lust auf gerade. Zumindest nicht in der Form. Mach nicht erstmal so. Nehmen die falsche Einfahrt. Boom. Ach so ist das. Ja, gut. Wir müssen also erstmal hier. Na klar, ich bin ja auch schon wieder viel zu weit hier. Wir müssen erstmal das Tutorial beenden. Ansonsten können wir hier nicht viel machen. So, na gut. Dann nehmen wir unser persönliches Fahrzeug und. Urvibe. Und dann gucken wir erstmal zu unserer zu unserer Markierung auf der Minimap. So, 500 Meter sind's noch. Und wir sind da gleich da. Und was ist denn das jetzt hier? Ach so, ja, das ist ja meine Markierung. Der blaue Ding, da müssen wir jetzt lang. Bin ja wieder völlig durch hier. Meine Güte. Ja, ist ja auch schon spät. Wie spät haben wir jetzt? Wisst ihr noch? 22. Ja, ist ja Samstag. Also, jetzt ist es Samstag. Ich bin Ups. Aber na gut. Ja, wie gesagt, wir fahren erstmal die blaue Linie entlang. Ohne irgendwas umzurampeln. Und dann sehen wir mal, wie weit wir kommen. So. Na gut, machen wir doch ein bisschen Musik dann. Bisschen monoton sonst hier. Ja man, Rebel Radio. Best in der Europa. Ja man. Das ist doch ein sehr bekanntes Lied, ich weiß nicht, wie das Titel heißt. Ja, das soll ich wissen.
Brücke. Oh, wir haben schon zu viel gebremst. Das ist ja jetzt hier drin. Hey, der steuert sich wie ein bisschen. Da haben wir unseren ersten Freund. Na super. Der Penner, ey, leck mir am Arsch. Oh, der hat mir mein Auto geschrottet, ey. Ich dachte, wahnsinnig. Warte, du, ich mach ich fertig, du so. Komm her hier. Ja, genau, dreh dir deine Runde, du Vogel. Achso, wir haben eine klassische Pistole und. Kann man sich ducken jetzt? Ja, da haben wir unseren ersten Freund schon mal gefunden. Und leider werden wir an dieser Stelle mal die Folge beenden müssen, weil wir haben schon unsere 20. Minute wieder. Wie gesagt, machen wir es so, dass wir wieder. Obwohl, jetzt müssen wir die Zwischensequenz noch mitmachen. Na toll. Welcome, brother, brother. Welcome. You see, they said I was a charlatan, a fraud. Nothing, but I am a miracle. Look and behold in wonder, and ask yourself, what does mighty Chris Formage, leader of the Epsilon program, do with his enormous power? Why, he uses it to watch people, of course. Join me anytime you like in watching. They never find out. And they can't harm you. It is the greatest pleasure on earth. And trust me, I've lain with a multitude of women. Ja, wir sind K.O. gegangen. Mal. Der hatte auch eine Uzi, also das war unfair. Ja, dafür sehe ich gut aus. Ja gut, schnappen wir uns schon mal die nächste Kiste und dann geht's weiter. Vielleicht kommen wir diesmal lebend an. Ja, ob die Kiste jetzt ein Stimmbruch ist, interessiert mich jetzt nicht. Auf jeden Fall sind immer luftig bei uns, sobald wir ein Auto aufmachen. Hier ist eine frische Luft drin. Obwohl, es gibt hier auch Aktionen, die kann man während des Fahrens irgendwie machen. Das sieht ja immer schon. Ja, das nicht. Ja, das vielleicht. Wir gucken mal kurz. Und dann beenden wir die Folge schnell. Ah, nee, das war ein falsches Menü. So, Aktionen. Rauchen können wir. Rauchen können wir nicht. Ja, toll. Ja, tanzen kann er zumindest. Naja. Gut, okay. Ja, mit diesem behellenden Einblick beende ich jetzt die Folge mal. Lassen wir mal bei. Und wir sehen uns dann halt in der nächsten Folge wieder. Und ciao.